TVA Berlin Spezial heute mit einem besonderen Gast, nämlich dem Botschafter Israels in Deutschland, Jakob Hadass Handelsmann. Und wir haben eben gesprochen über die aktuelle Lage in Israel, basierend weitgehend auf Lügen und Gerüchten. Und das wird hoffentlich ein bisschen anders. Die Lage ganz aktuell in Nahost, ganz allgemein. Sie wehren sich, wenn Sie angegriffen werden, haben Sie gesagt. Ob irrtümlich oder absichtlich, ganz egal. Und Ihr Gegner ist immer noch die syrische Armee. Und es gibt eine zweite Front möglicherweise, nämlich auf den Golanhöhen. Ja, dass Iran durch ihre Proxys, also Hezbollah und andere, und übrigens jetzt gibt es schon in Syrien revolutionäre Gardesoldaten, also zum ersten Mal die Iran, der also Iran. Ist islamischer, iranischer Republik. General ja, wurde getötet in Syrien. Ja, nach Medienberichten wurde schon in diesem Monat halb Dutzend iranische Hochoffiziere dort getötet. Ich habe gelesen, auch der ehemalige Bodyguard von Ahmadinejad und so weiter und so fort. Sie sind bis zum Hals in diesem Bürgerkrieg involviert. Und übrigens, diese Involvierung versuchen sie auch eine zweite Front gegen Israel zu gründen. Das werden wir nicht erlauben. Das war ein klares Wort, klarer Punkt. Kehren wir zurück zu dem, was wir dieses Jahr feiern in Deutschland und in Israel. 50 Jahre diplomatische Beziehungen, 1965 aufgenommen. In dem Jahr war ich das erste Mal in Israel. Ich habe das miterlebt und damals wurde ich noch mit Steinen beworfen, als ich die deutsche Flagge aus meinem Rucksack zog, als junger Mann. Die Zeiten sind längst vorbei. Ja, die Beziehungen sind gut oder sogar sehr gut? Alles ist relativ im Leben. Die Beziehungen im Allgemeinen sind sehr gut, herausragend. Und trotzdem haben wir immer dieses Gefühl, dass es noch viel zu entwickeln gibt. Das Potenzial ist enorm. Und das machen wir. Nehmen wir als Beispiel nur Berlin. Berlin gibt es jetzt diese Tendenz, dass Berlin ein Startup-Hub sein wird. Und hier auch. Da höre ich immer ganz viel hebräische Laute, ja, wenn ich da reinhöre. Ja, meiner Meinung nach ist das nicht ein Zufall. Also wie Sie wissen, Berlin ist sehr attraktiv, nicht nur für Israelis, aber für die ganze Welt heutzutage. Aber auch für Israelis, die Entfernung, weniger als 4 Stunden mit dem Flieger, die Zugang, also jeden Tag 4, 5, 6 Möglichkeiten, das heißt zu fliegen, billig und attraktiv alles zu sehen. Universitäten kosten kein Geld. Universitäten kosten kein Geld. Und. Für uns gibt es immer für Juden oder Israelis das zusätzliche Element, also die Vergangenheit. Wir haben schon gesprochen oder versuchen zu analysieren, warum hat die israelische Haltung vis-à-vis Deutschland oder Berlin geändert. Aber der Fakt ist, dass die Leute hierher kommen. Zum Teil sind sie eingeladen, damit sie hier die Möglichkeiten für Start-up-Aktivitäten. Von wem eingeladen? Vom Berliner Senat? Vom Berliner Senat, damit sie die Möglichkeiten checken können. Und dann, ob es sie anpasst, dann kommen sie hier. Und es gibt viel Bewegung in diesem Bereich von Hightech-Startups, also zwischen Israelis und Deutschen. Und entweder die reisen nach Israel oder kommen nach Deutschland. Es spielt keine Rolle. Weil heute sind wir alle, das ist die Welt ein globales Dorf geworden. Und besonders wenn es an Hightech und Startup angeht, die geografische Lokation, das heißt die geografische Ort, ist nur geografisch, das spielt keine Rolle. Man konnte heute in Tel Aviv sitzen und beeinflussen, über was in Berlin oder in Frankfurt oder in New York passiert und umgekehrt. Es funktioniert wunderbar, wenn ich Sie richtig verstehe. Die Jugend von Israel kommt hierher, auch weil sie angelockt wird von Berlin und vom Senat durch Einladung. Aber
Es kommt da dann doch wieder ein kleiner Tropfen Wasser in den Wein. Nämlich wenn Sie jetzt diese ganzen Demonstrationen sehen, Pegida und alles andere, spüren Sie da, dass sich da möglicherweise die Stimmung wieder kippen wird? Wir sind immer besorgt. Und wir kümmern uns um die Zukunft, um zu verhindern, dass die Lage sich ändert. Heutzutage ist die Lage in Deutschland in diesem Zusammenhang nicht so einfach. Es gibt Pegida, es gibt andere arabische oder muslimische Extremisten, die angeblich gegen Israel demonstrieren wollen. Aber wenn man braucht nur, dass diese angeblichen gegen Israel kratzen, dann springt raus diese nicht latente mehr Antisemitismus. Wir konnten es nur für 10 Tage oder 12 Tage erleben, hier in Mitte Berlin, im Willy-Brandt-Platz, also vis-à-vis Bundeskanzleramt, eine Gruppe von Palästinensern hat sich organisiert zu demonstrieren. Also die palästinensische Diaspora, Palästinenser in Deutschland, der deutsche Diaspora-Gesellschaft oder sowas, um die dritte Intifada zu unterstützen. Und dann hat man einen Flyer verteilt. Dort sieht man einen vermummten Mann mit einem Stein oder einem Messer in Hand. Und dort übrigens, wenn Sie diesen Flyer durchlesen, braucht man nicht ein Experte im Nahen Osten zu sein, um zu realisieren, dass für Sie diese Unterstützung für freie Palästina bedeutet nicht Palästina unter Oslo-Abkommen, Ideen, also oder im Rahmen von die Grenze von 5. Juni 1967. Freie Palästina bedeutet vom Fluss bis zum Meer. Also vom Jordan bis zum Meer. Alles, was heute Israel ist. Alles was heute Israel ist. Ja, ja. Und das passiert in Mitte Deutschland, in Mitte Berlin. Und ich sage sehr einfach, diese aggressive und Gewalttätigkeiten diesen Leuten ist etwas, das die Deutschen sich Sorgen machen über. Weil heute ist es Juden oder Israelis oder diese Gruppe oder die andere Gruppe, morgen wird es zusätzliche Gruppen geben. Das ist Demokratie. Deutschland ist... Aber Demokratie muss nicht alles dulden. Ja, da sind wir genau. Uns ja einig. Ja, es gibt eine Grenze. Also es sollte sehr dünn, eine Seite sehr dünn sein, aber die andere Seite sehr klar sein, was ist erlaubt und was ist nicht. Was ist nicht erlaubt, meiner Meinung nach, ist die demokratische Wahrnehmung, die demokratische Spielregeln zu benutzen, um undemokratische Ideen auf den Leuten zu zwingen. Und Deutschland kennt ihre eigene Geschichte. Und deswegen muss man die Demokratien sich bewähren. Tagtäglich, wir machen es in Israel, es ist in Amerika dasselbe und auch in Deutschland und Großbritannien. Demokratien sind tagtäglich angegriffen von denjenigen, die diese Gelegenheit nutzen wollen, um ihre Ideen auf anderen zu zwingen. Und deswegen ist es nicht nur die Frage, wie fühlt sich ein Israeli heutzutage in Deutschland. Die Frage sollte auch sein, wie sollen die Deutschen sich fühlen? Dann kann man wegschauen und sagen, ja, was geht es mich an? Ich weiß nicht, ich kenne nicht, ich bin nicht involviert. Bitte lassen Sie mich in Lange Ruhe. Her. Ja, lassen Sie mich in Ruhe. Okay, heute nicht, morgen nicht, übermorgen nicht, nächste Woche schon. Und dann ist schon jemand, dann sagt man, ich bin nicht, es betrifft mich nicht. Ich sage, ja, vielleicht nicht jetzt, morgen. Nächste Woche werden Sie betroffen sein. Ohnehin. Weil, wie gesagt, man weiß, wo man anfängt, weiß man nicht, wohin es oder wie weit wird es gehen. Klare Frage und bitte um klare Antwort.
Das heißt, die deutsche Polizei, die deutsche Politik müsste gegen solche Demonstrationen, die Sie eben genannt und bezeichnet haben, mit solchen Flyern einfach schwerer vorgehen. Ja, wenn es die deutschen Gesetze verletzt, und in Deutschland, soweit dass ich es kenne, ist es sehr klar, was ist erlaubt. Gott sei Dank fast alles. Und was ist nicht aber erlaubt. Aber eben nur fast. Nur fast alles. Eben das nicht, jemanden im Tode zu bedrohen, unter dem Rubrum der freien Meinungsäußerung. Ja, aber wie gesagt, die Polizei und die Behörde, die machen es. Was mich besorgt, ist das Volk, die Leute. Was sagen die Leute dazu? Was die Regierung tut, die Polizei, okay, das ist, ja, das ist, wie Sie das beschrieben haben. Sie lesen, Sie gucken durch, wenn es etwas, eine Verletzung gibt, da sagt man, das nicht hier. Was ist denn Ihre Meinung als Botschafter? Ganz kurz, wir sind nämlich jetzt fast am Ende. Ja, wenn Sie sagen, was denkt das Volk, welches Empfinden haben Sie? Ist das deutsche Volk geheilt von dem oder ist es nur eine ganz kleine Minderheit, die diesen Kurs betreibt, den wir als antisemitisch empfinden? Nein, nein, was ich meine, ist nicht, wie viel sind Antisemiten und so weiter, sondern wie viel sich beschäftigen mit solchen Dingen. Also, oder dann sagt man, es geht mich nicht an, es betrifft mich nicht, lassen Sie mich in Ruhe. Also keine Zivilinitiative, ich möchte nur mein Alltagsleben führen, das wollen wir alle, auch ich, und es geht mich nicht an. Ich nehme keine Stelle. Ich sage mal, was ich empfinde, und Sie können mir widersprechen, ich sage, das ist die Minderheit. Das ist die Minderheit, die das denkt, geht mich nichts an. Die große Mehrheit ist sehr besorgt darüber. Über das, was passiert. Ich weiß nicht, aber so wie gesagt, ich bin kein Prophet und kein Fortune-Teller. Ich bin nur Botschafter. Aber aus Ihrem Lande kamen viele Propheten und ich bedanke mich, dass Sie da waren. Sie sind zwar kein Prophet, aber Sie sind der Botschafter des Staates Israel in Deutschland. Ich bedanke mich sehr herzlich für die klaren Worte und die klaren Aussagen. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben und gehen Sie mal in sich und denken mal drüber nach, wie wir mit den Lügen und den Betrügereien im Internet so leben, dann merken wir schon, dass manches doch ganz, ganz fatal ist. Vielen Dank, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich danke und tschüss.